Bei mir im Studio begrüße ich Carsten Brandt, Gründer der Plattform donnerwetter.de und promovierter Volkswirt. Guten Abend, Herr Brandt. Hallo, guten Abend. Herr Brandt, wie schätzen Sie die Bedeutung der Wälder für unser Klima ein? Weltweit extrem. Die speichern Kohlenstoff. Sie sind also eine Kohlenstoffsenke. Sie sind regional, damit meine ich jetzt schon auf Europa- oder Deutschland-Ebene, ebenso eine ganz, ganz wichtige Quelle als Wasserspeicher. Sie dienen als Staubfilter. Sie spielen also eine ganz große Rolle im Klimageschehen. Wir müssen sie erhalten, wir müssen sie fördern, wir müssen sehen, dass sie wachsen. Ganz, ganz wichtig. Jetzt haben Sie das Stichwort gegeben, Wasserspeicher. Wir haben auch gehört, die Wälder regenerieren sich schlecht. Sie haben eine Gießkanne mitgebracht. Was hat es damit auf sich? Ganz, ganz wichtig, weil wir immer über Wassermengen reden und häufig selbst Fachleute nicht immer verstehen, wie viel ist das eigentlich. Und gerade bei den Wäldern ist es so, dass sie unter erheblicher Trockenheit leiden. Gerade in den letzten Jahren war es ganz extrem. Und ich denke, das kann man an der Gießkanne sehr einfach verstehen, was da passiert ist. Die Temperaturen sind im Schnitt 2 Grad höher in den letzten 40, 50 Jahren als noch in den 1950er, 40er, 30er Jahren. So. Und das bedeutet, 2 Grad mehr in Deutschland heißt, dass wir etwa 100 Liter pro Quadratmeter an Wasser mehr verdunsten im Jahr. Das Wasser fehlt. So, das heißt, stellen Sie sich vor, das ist jetzt eine ganz kleine Gießkanne hier für Topfpflanzen. 100 Mal müsste man nachgießen auf einen Quadratmeter, um das Wasser auszugleichen. Und das ist die Klimaerwärmung, das ist das Gefährliche. Es ist wärmer, Wasser verdunstet stärker. Und die Wälder haben Trockenstress, verschiedene Pflanzen, verschiedene Bäume sterben ab, gerade bei der Fichte sieht man das. Und ich denke, so verdeutlicht man diese Wirkung von Temperatur und Verdunstung und Wassermangel. In dem Wikipedia-Artikel über Sie steht, dass Sie die Bedeutung von CO2-Emissionen im Vergleich zu anderen Faktoren als überschätzt ansehen. Ist das immer noch so und was meinen Sie genau damit? Also das ist eine Aussage in Bezug auf Regionalität, also auf Europa. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, wenn man Klimavorhersagen trifft für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, dann spielt CO2 eine Rolle, ganz klar, dass es halt weltweit wärmer wird. Aber es spielt dann zum Beispiel für eine Vorhersage für Europa eine große Rolle, wie verändern sich die Meeresströmungen. Und da ist es dann so, dass zum Beispiel der Golfstrom, die Veränderung des Golfstroms eine große Rolle haben kann. Und deswegen ist der Blick nur auf CO2 dann zu einfach, sondern man muss natürlich schon schauen, was tut sich bei anderen Dingen auch. Und das in diesem Zusammenhang ist dieses Zitat, ist ganz, ganz wichtig für Europa, der Golfstrom. Wenn der sich natürlich verändert, was wir zum Teil auch sehen, dann kann das sehr gravierende Auswirkungen auf unser Klima hier regional haben. Weltweit ist es ganz klar, sieht es so aus, dass wir weiter sehr stark steigende Temperaturen haben. Und wie stark regionale Effekte sind, sehen wir gerade in diesem Jahr. Wir haben wahrscheinlich jetzt das El Niño-Phänomen, was weltweit aufkommt, wo wir auch eine große Meeresströmung, eine Veränderung haben. Dadurch wahrscheinlich weltweit sehr große Auswirkungen im Klima. Wir werden große Verschiebungen da wieder sehen. Das wird durch die Schlagzeilen gehen in den nächsten Monaten. Und das zeigt, dass nur auf CO2 zu gucken gefährlich ist. Na gut, es ist der größte Elefant im Raum, würde ich mal sagen. Ja. 2020 im Pandemiejahr hatten wir unsere Klimaziele so gut wie erreicht, weil weniger Autos genutzt wurden, weniger gefahren wurde. Insofern, Sie würden schon sagen, dass es einer der bedeutenden Faktoren ist. Absolut, absolut. Aber wie gesagt, nicht der einzige. Und gerade bei langfristigen Vorhersagen ist es halt gefährlich, nur darauf zu schauen. Also nochmals eine ganz klare Aussage. Wir sehen in Europa, und das sehen wir in Deutschland, natürlich eine ganz klare, starke Erwärmung. Ich habe eben von 2 Grad in den letzten Jahrzehnten gesprochen, die wir sehen. Und ich vermute, das geht jetzt mal so weiter. Aber wenn wir dann über Zeiträume 50, 60, 70, 80 Jahre und noch weiter nach vorne schauen, dann kann es sein, dass wir auch Veränderungen in dem Golfstromsystem bekommen, die sehr gefährlich sind zu Veränderungen, die wir dann halt sehen. Ne? Ob es dann noch weiter wärmer wird in Europa oder vielleicht auch zu überraschenden. Na gut, wir sehen ja jetzt schon Extremwetterereignisse. Ja. Früher war das immer nur die Berichterstattung aus den USA, der eine Hurricane, der andere Wirbelsturm. Jetzt hatten wir 2021 im Ahrtal tatsächlich unsere eigene schlimme Katastrophe. Was muss jetzt aus Ihrer Sicht als Wetterexperte diesbezüglich passieren? Wir werden mit Sicherheit in den nächsten Jahren
ähnliche Dinge sehen. Wir nicht unbedingt jetzt immer nur an Flut denken, sondern ich denke, das Waldbrandrisiko ist ein sehr, sehr großes Thema für uns. Also, dass wir Trockenheit, Hitze in Kombination mit großen Waldbränden, wie wir sie auch teilweise schon in Brandenburg oder in Niedersachsen gesehen haben, das wird ein Thema sein. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auch hier Krankheiten bekommen, die sonst eigentlich eher nur im Mittelmeerraum bzw. in Subtropen beheimatet sind. Das wird, glaube ich, ein großes Thema. Ich muss Zecken beispielsweise denken, dass da Krankheiten übertragen werden, die bisher hier nicht verbreitet auftreten. Also das werden Dinge sein, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir müssen die Städte darauf vorbereiten. Das ist vielleicht noch viel wichtiger, auf große Hitze. Ich mache mir große Sorgen, wie wollen wir 45 Grad und mehr? Und die kommen. Nochmal, 45 Grad und mehr in den nächsten Jahren, Jahrzehnten in den Großstädten bei uns aushalten. Wie gehen wir mit Kranken und sind die ausreichend geschützt? Und ich sage das mal hier als rhetorische Frage, mit Sicherheit nicht. Ja, haben wir da entsprechend Klimatechnik und solche Dinge? Also da kommen Themen auf die wir uns vorbereiten müssen. Das sind zum Teil auch so eher stille Katastrophen, die nicht so die großen Bilder wie bei einer Flut produzieren, trotzdem für sehr, sehr viele Menschen eine große gesundheitliche Gefahr darstellen. Es waren ja Forschende, wir hatten es gestern auch gehört vom Weltklimarat davor, dass wir uns beeilen müssen, dass Kipppunkte möglicherweise erreicht und überschritten wurden, in denen tatsächlich das Klima oder die Erderwärmung gestoppt werden kann. Wir sind fast schon so weit, dass wir die 2 Grad anstreben müssen, die 1,5 nicht mehr halten. Da würden Sie auch für plädieren, dass man sich da ein bisschen mehr anstrengen soll? Ja, absolut. Ja, ja. Weiter anstrengen. Ich meine, das ist immer natürlich ein Konflikt, das muss man ganz klar sagen. Was ist politisch durchsetzbar? Und man darf natürlich auch die Bevölkerung nicht überfordern. Ich meine, man muss ganz klar sehen, wir sind in einer ganz, ganz schwierigen Phase. Wir haben den, muss ich glaube ich nicht alles aufzählen, Ukraine-Krieg. Wir haben Corona gerade hinter uns. Wir haben fast eine Krise des Bankensystems gerade hier erlebt in diesen Tagen. Wir haben große finanzielle Schwierigkeiten. Das heißt nicht, dass man die Anstrengung einstellen muss, aber man muss natürlich auch schauen. Es ist keinem gedient, wenn man sich Ziele setzt, die einfach aktuell nicht umsetzbar sind. Aus welchen Gründen auch immer. Sondern ich plädiere dafür, gelassen zu sein, schon ambitioniert zu sein, aber nicht, nenne es jetzt mal mit der Brechstange dadurch und zu sagen, es muss jetzt jeder beispielsweise sanieren bis zum geht nicht mehr. Es muss umsetzbar sein, man muss die Menschen mitnehmen. Und das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und da muss die Politik auch aufpassen, dass sie die Leute nicht verliert. Das ist sehr gefährlich. Das ist ja angesichts von einer Übersterblichkeit für diejenigen, die ihre Lieben verloren haben an die Hitze, wenn man so möchte, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Aber soweit das Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank, Herr Brandt, dass Sie da waren. Bitte schön. Ja, schönen Dank.